Entschuldigung, bezahle ich Sie fürs Rumsitzen? Schön wär's schon. Ja, guten Tag. Bitte? Keine Sorge, mein nächster Rundgang ist in 10 Minuten. Unterschätzen Sie Ihre Aufgabe nicht. Schönheit kann etwas sehr Gefährliches sein. Zieht viel Neid und Hass auf sich. Wem sagen Sie das? Frau Penzler, der Leiter der Jury. Ah, richtig. Nur um das klarzustellen. Ihre Mädchen sind hier in Sicherheit, dafür stehe ich schon mit meinem guten Namen. Kannst ruhig mal ein bisschen dankbar sein, dass ich dich bei der Penzler empfohlen habe. Danke. Ich arbeite gern für Sklaventreiber. Meinst du, mir macht der Zirkus hier Spaß? Mensch, dann jobbt auch irgendwo anders. Ja, genau. Zum Beispiel bei dir im Antiquariat, wo ich so ein Schweinegeld verdiene, dass ich mir locker noch einen Urlaub leisten kann, bevor ich ins Referendariat muss. Ich halte mich lieber an George Orwell. Mit 50 hat jeder das Gesicht, was er verdient. Jonas. Oh. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Verstehe. Ich erkläre dir alles später, ja? Harry, du wirst doch wohl keinen alten Kollegen reinreißen wollen. Wenn er mich nicht reinreißt? Ich habe noch was gut bei dir. Schon vergessen? Herr Wilsberg? Kollege von dir? Jetzt sag's noch ein bisschen lauter, vielleicht haben die Leute auf der Straße ja nicht alles verstanden. Was wollt ihr denn in einem Umkleideraum? Ist etwa einer von denen, die... Quatsch. Ich find schon raus, was der da wollte. Aber bis dahin behältst du das für dich. Georg, die Penzler ist total sauer auf mich. Sie denkt, dass ich ihr mit dir einen echten Ladenhüter aufgeschwatzt habe. Das ist doch als Kompliment. Ich meine, in Sachen Ladenhüter bist du doch Experte. Irre Witz. Gib's doch zu. Du nimmst den Job allein deswegen nicht ernst, weil die in die Misswahl aus Prinzip gegen Strich geht. Alex, ich nehme jeden bezahlten Job ernst. Genauso wie die Mädchen, die dich da ausbeuten lassen. Die Jungs wissen ganz genau, was da abgeht. Die wollen ihre Chancen nutzen, ein bisschen Kohle verdienen. Immerhin kriegt die Gewinnerin einen Modelvertrag. Die kümmern sich wenigstens um ihre Zukunft, im Gegensatz zu dir. Dies ist der Anschluss der Privatdetektei Harry Jonas. Mein Büro ist vorübergehend nicht besetzt. Bitte rufen Sie später wieder an. Ist was? Ich war gerade in der Gegend. Komm, gib's zu, du wolltest Freikarten für die Misswahl von Alex. Ach, Quatsch, die Frauen sind mir alle viel zu glatt und perfekt. Eine richtig schöne Frau muss Ecken und Kanten haben. Ecken und Kanten. Ich habe übrigens mit Margot gesprochen, die möchte dich tatsächlich kennenlernen. Kommst du morgen zur Probe und dann verkuppel ich euch. Tschüss. Ach.
Das ist alles nur, weil Alex mir gesagt hat, dass diese Margot gerade Single ist und ich wollte kein Spielverderber sein. Tschüss. Single. Natürlich bleibe ich. Das ist ja auch eins meiner großen Talente. Lasst euch nicht stören. Ach, Harry. Du wolltest mir doch was erklären. Ja, und das werde ich auch. Sobald es hier vorbei ist. Sobald was vorbei ist? Mensch, woran arbeitest du? Was wolltest du bei den Mädchen? Georg, lass uns morgen drüber reden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Komischer Zufall, hä? Dass ausgerechnet wir beide uns jetzt wieder über den Weg laufen. Es gibt keine Zufälle. Ein guter Freund von mir gesagt. Ja, ich erinnere mich. Los, los, los! Bei der Abschlussgala habt ihr noch viel weniger Zeit. Was ist das? Ist da noch dein Vogel drin? Ah, Brems Tierleben Teil 2? Mit dem Lidstrich siehst du aus wie ein Waschbär, Miss Bielefeld. Ganz nett. Einer von euch beiden könnte es werden. Oh. Was zu viel ist, ist eben zu viel. Du isst am besten bis zur Abschlussgala gar nichts mehr. 2 Minuten. Die Alte ist immer wieder in Topform. Ja, wenn sie das wäre, würde sie hier am liebsten gerne selber mitmachen. Tja, nur leider ist der Zug schon abgefahren. Entschuldige, ist das deine? Na, wollt ihr nicht zu lesen dabei? So, meine Damen. Trennt sich die Spreu vom Weizen. Wo ist der Rest? Margot ist wohl noch was anderes aufgeplatzt. Was ist mit Ines? Wer glaubt, sich hier nicht anstrengen zu müssen, hat schon verloren. Die Jury begutachtet nicht nur eure Schönheit, sondern auch euren Charakter. Und wenn... Frau Penzler! Frau Penzler! Warum hört uns denn hier niemand? Alex, ruf einen Krankenwagen. Wie ist das passiert? Ich weiß es auch nicht. Zuerst war ihr nur ein bisschen schwindelig, aber dann... Hat sie was gegessen? Oder irgendwelche Medikamente genommen? Nein, sie hatte nur plötzlich so einen Wahnsinnsdurst. Das Schloss am Hintereingang wurde aufgebrochen. Schon wieder? Was? Ecstasy, warum sollte sie sich mitten in einer Probe Ecstasy einwerfen und dann auch in einer Flasche aufgelöst, hätte jeder davon trinken können? Keine Ahnung, aber der Schnellteste war eindeutig. Wir sollten die anderen Flaschen auch überprüfen lassen. Ja, das werden wir, aber nicht Sie. Was? Sie haben lange genug für die Sicherheit unserer Mädels gesorgt. Frau Penzler. Sie sind gefeuert. Alex.
jetzt noch. Ich meine, du bist nicht zufällig hier. Du doch wahrscheinlich auch nicht. Erstochen. Direkt in den Hals. Ihr habt euch wirklich gestern zufällig getroffen. Ja. Wo denn? Er kam in den Laden. Wir haben über alte Zeiten geplaudert. Hat er erwähnt, woran er arbeitet? Er hat dir damals geholfen, als du mit der Privatschnüffelei angefangen hast, oder? Er hat mich gelegentlich weiterempfohlen. Hast du dich irgendwann revanchiert? Er wäre zu stolz gewesen, das zuzugeben. Wie oft hattet ihr Kontakt in den letzten Jahren? Offenbar zu selten. Kann ich jetzt gehen? Ja, von hier aus. Hey, Moment mal. Ich habe vielleicht auch noch ein paar Fragen. Sie können mein Auto umparken, Overbeck. Das steht im Halteverbot. Alles okay? Ja, klar. Hältst du mich auf dem Laufenden? Ach, das heißt, du willst dich nicht in die Ermittlungen einmischen? Klingt ja fast so, als wärst du enttäuscht. Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen enttäuscht an. Wollen Sie wissen, wie sich wahre Enttäuschung anfühlt, Overbeck? Moritz. Hat Ihre Tochter Ihnen nichts von mir erzählt? Leider nein. Sie sind hier verabredet? Ja, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Du bist schon wieder hier? Ja. Hey, Schatz. Hey. Komm, wir müssen los. Was habt ihr denn vor? Wir wollen über Rebeccas Zukunft reden. Nach der Misswahl wird ja einiges auf sie zukommen. Und da ich gute Kontakte zu einigen Modelagenturen habe. Und dein Studium? Komm, wir gehen. Auf Wiedersehen, Moritz. Das hoffe ich. Musstest du mit ihr flirten? Was denn? Ich habe nur versucht, höflich zu sein. Tu mir eingefallen. Und lass das Schwiegersohn des Monats gehabt, ja? Was hast du dagegen, wenn ich bei deiner Mutter einen guten Eindruck machen will? Findest du sie attraktiv? Vergiss es. Können wir jetzt endlich los? Pass auf! Wer zum Teufel war das denn? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie Jonas umgebracht hat. Wer weiß. Auf jeden Fall hat sie irgendwas damit zu tun. Georg, kannst du einmal die Polizei allein ermitteln lassen? Er war sowas wie ein Freund. Wie geht's denn Ines? Ja, noch immer nicht gut. Die Misswahl ist auf jeden Fall für sie gelaufen. Ja. Eine Konkurrentin weniger. Als etwa eines der Mädels hätte. Du hast doch selbst gesagt, die tun was für ihre Zukunft. Und gegen Ines wäre es doch schwer gewesen zu gewinnen, oder? Das stimmt für Rebecca auch. Mit der Tochter des Bürgermeisters steht man wahrscheinlich noch mehr unter Druck. Kennst du den Typen? Margo sagt, es ist irgendein Talentsucher. Der hängt immer im Ripley's rum. Talentsucher? Verspricht ihr wahrscheinlich einen Riesenstar aus ihr zu machen, falls sie die Misswahl gewinnt. Fragt sie nur, was sie dafür tun würde. Das sind Herr Gerhard und Herr Döbber. Die beiden werden ab sofort dafür sorgen, dass niemand mehr ohne Erlaubnis diese Halle betreten wird und somit weitere Zwischenfälle ausgeschlossen sind. Hat die Polizei denn schon eine Spur, wer hier eingebrochen ist? Ja, ich habe erfahren, sie haben eine Spur, aber bis das geklärt ist, bestehe ich auf einer weiteren Vorsichtsmaßnahme. Alex, kommt mal nach vorne. Ich möchte natürlich niemandem was unterstellen, aber um ganz sicher zu sein, wird jetzt jeder von euch... Das ist doch lächerlich. Sehe ich aus, als würde ich lachen? Bitte. Der Test ist freiwillig. Und wer nicht daran teilnehmen will, der kann dann jetzt ruhig nach Hause gehen. Miss Münsterland zeichnet nicht nur Schönheit aus, sondern auch Charakter.
ich dulde in meinem Wettbewerb von daher weder Nacktfotos noch andere Skandale. Und erst recht keine Drogen. Aber Frau Penzler, was ist denn mit unseren Abführmitteln? Die sind gut für euch. Du, ich brauch deine Hilfe. Ausgerechnet vor meinem ersten Date mit Margot verliert mein Wagen unglaublich viel Öl. Du hast doch da diesen Bekannten, der Reparaturen für kleines Geld. Du ermutigst Schwarzarbeit? Natürlich nicht. Tja, dann wird das wohl nicht machen. Ich könnte aber mal mit ihm reden, dass er für dich eine Ausnahme macht. Meinst du, er schafft das bis heute Abend? Ist unwahrscheinlich. Aber ist doch viel romantischer, bei der ersten Verabredung Arm in Arm durch die laue Sommernacht zu schlendern. Aber mach keine Dummheiten. Ich habe mir den Kilometerstand gemerkt. Wie clever. Danke. Ich würde gern mit Ihnen reden. Über was? Über Rebecca. Rebecca Horstmar. Sie sind doch Ihr Manager, oder? Ja. Wissen Sie, ich bin Fotograf. Ich frage mich, ob es möglich ist, vielleicht vorher schon ein paar Fotos zu schießen. Wie vorher? Vor der Misswahl. Nein. Aber Sie sind doch Ihr Manager. Andere Leute wären glücklich über die Gelegenheit. Vergessen Sie es. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich was mit der? Passen Sie auf, was Sie als nächstes sagen, ja? Sie haben ja wirklich was mit ihr. Wenn du was zu lesen brauchst, hättest du mich einfach nur fragen müssen. Ein Kollege hat vorhin einen Anruf weitergeleitet von einer gewissen Frau Penzler. Warum hast du mir eigentlich nicht erzählt, dass du bei der Misswahl mitgearbeitet hast? Weil es Harry Jonas war, der dir gestern entwischt ist? Hat er die Drogen in der Umkleide der Mädchen deponiert? Ach, Anna. Was hatte Harry Jonas vor? Was hatte er mit den Drogen vor? War das ein Ablenkungsmanöver? Wollte er jemandem Angst machen? Ich weiß es nicht. Ach Gott, noch mal, Georg. Warum hat Jonas Rebecca beobachtet? Wollt ihr sie entführen? Vielleicht auf dieser Landstraße? Habt ihr beide eine Entführung geplant? Quatsch! Und du bist ihm auf die Schliche gekommen und dann gab's einen Streit? Aber ist doch nicht dein Ernst! Er wusste, dass du für die Misswahl arbeitest. Er wusste, dass du Rebecca unauffällig nahe sein konntest. Hat er dich unter Druck gesetzt? Hat er dich unter Druck gesetzt und du hast ihn deswegen laufen lassen? Harry Jonas ist kein Verbrecher. Vielleicht hat er irgendwas über Rebecca Horstmar rausgefunden und musste deshalb sterben. Ich weiß, er war dein Freund. Aber was du nicht weißt, ist, dass er massive Schulden hatte. Die Art Schulden, die jemanden sämtliche Skrupel über Bord werfen lässt. Und? Nichts. Auch nicht im Antiquariat. Was hast du erwartet? Die Tatwaffe, der Erpresserbrief? Ich will dir mal was sagen. Harry Jonas war ein abgehalfterter, finanziell ruinierter, alkoholkranker Versager. Und du musst aufpassen, dass du nicht ganz genauso wirst. Endlich, Freundchen. Nein, ich war Schnauze halten. Ich war doch hier verabredet und die Türen waren alle zu. Was ist denn hier los? Hier die Polizei, ich hab den Verrückten endlich. Alex! Ist schon okay, lass ihn los, lass ihn los. Mann! So, das ist Margot, Ecki, Margot. Hi. Guten Tag. Und wieder alles okay? Ja, klar. Wenn er nicht von hinten gekommen wäre, dann, warum braucht ihr hier eigentlich so scharfe Bewachung? So viel geballte Schönheit zieht nun mal jede Menge Verrückte an. Also, euch beiden schönen Abend, ne? Tschüss. Und, was hast du dir überlegt? Ja, ich dachte, dass wir erst mal was Schönes essen gehen. Ich darf nichts essen. Jedenfalls nicht mehr vor der Abschlussgala.
Hey, war nur ein Witz. Oder bin ich dir auch zu fett? Was? Kann ja sein, dass du eher auf Hungerhaken stehst und Probleme hast mit einer richtigen Frau. Hallo. Nö. Ich finde, du kannst ruhig noch was essen. Willst du lieber mit ihr ausgehen? Mit wem? Ist sowieso zu spät. Die ist gerade tierisch verknallt. Schön. Ja, ist mir auch egal. Was ist? Wollen wir los? Ach, ich hab noch meine Jacke drin vergessen. Warte, bin gleich wieder da. Lass dich ja nicht anquatschen. Schöne Frau. Na? Hier. Was ist denn los? Nichts. Was ist denn? Ist alles an. Und wo steht dein Wagen? Ist es nicht viel romantischer, durch die warme Sommernacht zu spazieren? Hin. Störrig? Kommt ihr von der Bank? Zum Glück nicht. Immobilien Wilsberg. Ich interessiere mich für die Gegend und wollte mal ganz unverbindlich fragen, ob sie verkaufen. Aber wahrscheinlich war die Konkurrenz schon hier. Wie ist er noch gleich? Herr Jonas. Nein? Typ wie ich? Bisschen mehr Haare, bisschen dicker? Doch, so einer war hier, aber nicht wegen Immobilien. Sondern? Gesagt, er wäre Gutachter von der Versicherung, hat ein paar Fragen gestellt wegen des Unfalls. Hatten Sie einen Unfall? Ich? Ne. Eine Frau da drüben auf der Landstraße. Ist aber schon ein paar Monate her. Ist auch eine ziemlich scharfe Kurve. Besonders, wenn dir einer entgegenkommt und nicht richtig die Spur hält. Haben Sie einen Unfall gesehen? Nee. Haben nur den Knall gehört. Als ich nachgucken war, die Drecksau schon wieder weg. Ohne zu helfen. Konnten Sie sich das Kennzeichen merken? Wie viel würden Sie denn für den Hof zahlen? Selbstverständlich kann ich die Akte raussuchen. Allerdings. Also gut. Aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal halte ich mich genau an die Vorschriften. Danke. Tag. Ich soll irgendeine Akte abholen für die Staatsanwaltschaft. Das ging aber schnell. Moment. Wenigstens quittieren. So viel Zeit muss sein.
Frau Preminger? Was wollen Sie? Mein Name ist Wilsberg, ich bin Mitarbeiter von Harry Jonas. Harry Jonas? Kenne ich nicht. Aber Sie haben ihn noch beauftragt, rauszufinden, wer den Unfall vor einem halben Jahr verursacht hat. Was soll das? Ich habe niemanden beauftragt. Vielleicht war es ja ein Verwandter von Ihnen oder ein Freund. Glaube ich nicht. Aber das lässt sich ja leicht nachsehen. Wenn Sie mich kurz reinlassen, dann kann ich Ihnen das... Ich glaube übrigens, ich weiß, wer den Unfall verursacht hat. Ach ja? Obwohl nicht mal die Polizei das rausbekommen hat? Frau Preminger, machen Sie kurz die Tür auf und... Ich weiß, dass Sie in meinen Namen gekommen sind. Aber wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei. Was ist los? Kannst du etwa an den Schuhen nicht laufen? Ich weiß, Sie hatten damit früher nie Probleme. Und wieso hatte ich damit nie Probleme? Weil ich das Wort Disziplin kenne, im Gegensatz zu vielen anderen hier. Herrgott, wie ihr in die Endauswahl geraten konntet, ist mir wirklich schleierhaft. Frau Fenster, das Ergebnis des Drogentests. Ah. Mal sehen, wer uns gleich verlassen muss. Tja, wie es aussieht, bleiben wir doch alle bis zum Schluss zusammen. Na dann, weiter. 7, 8. Und Becky, wie viel musste denn Daddy für dein Testergebnis abdrücken? Was? Ach komm schon. Weiß doch jeder hier, dass du der Ines die Drogen verpasst hast. Du bist doch hier diejenige, die alles schluckt, um weiterzukommen. Danke. Auf Anfang. Oh, meine Lieblingsblumen. Woher wusstest du? Deswegen Margot hier, stimmt's? Ja. Na, die ist leider schon weg. Echt? Wieso? Die ist vorne umgeknickt. Musste direkt zum Arzt. Oh. Fährst du zufällig Richtung Wolbeck? Ja, aber wirst du heute nicht von deinem Freund abgeholt? Heute nicht. Also, ich kann natürlich auch den Bus nehmen. Nee, ich kann schon bei mir mitfahren. Da steht mein Wagen. Ist ein Italiener, hatte ich verliehen, war kaputt. Jetzt funktioniert er wieder. Ah, interessant. Hat ein Freund, der keine Ahnung hatte. Hier. Danke. Gern. Vorsicht, ist bestimmt warm. Tag. Tag. Was haben Sie denn da gemacht? Die Kollegen von der Spurensicherung haben was vergessen. Und Sie? Hausmeister. Haben Sie dieses Mädchen schon mal bei ihm gesehen? Kann sein. Verstehe. Sie können sich nicht erinnern. Doch. Aber ich will Sie ja nicht auf eine falsche Fährte führen. Vielleicht war sie doch da, nur ich hab's nicht gesehen. Haben Sie überhaupt mal jemand gesehen, der Harry Jonas besucht hat? Das habe ich Ihrer Kollegin doch schon erzählt.
Was? Also ich spioniere meinen Mietern wirklich nicht hinterher. Aber vor ein paar Tagen, da konnte man es ja nicht überhören. Was überhören? Er hat sich mit irgendjemandem ziemlich heftig gestritten. Mann oder Frau? Mit einem Mann. Irgendwas wegen einer Abmachung. Das habe ich Ihrer Kollegin aber auch schon gesagt. Ja. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Das war sehr nett von dir. Klar, gerne. Du scheinst überhaupt ein ziemlich netter Kerl zu sein. Margot hat wirklich Glück. Dein Freund auch. Seid ihr schon lange zusammen? Ach, nicht lange. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber... Also nicht ganz am Anfang. Weil es... Ist was? Rebecca? Habe ich was Falsches gesagt? Moritz, was ist los? Was machst du hier überhaupt? Ach komm, als ob du es nicht gewusst hättest. Moritz, bitte glaub mir, egal was mein Vater dir gesagt hat. Für Ersatz ist ja offenbar auch schon gesagt. Nein! Warte doch! Was sollte das? Vor dem Bloßkennler. Der hängt sich doch nur nicht an, weil du die Tochter des Bürgermeisters bist. Du bist viel zu schade für so einen Aufschneider. Guten Tag. Eckhard Thalkötter, Finanzamt Münster. Wie bitte? Keine Angst, ich bin nicht dienstlich. Ich habe Ihre Tochter nur ein bisschen mitgenommen. Wo ist mein Autoschlüssel? Wo ist mein verdammter Autoschlüssel? Du fährst ihm jetzt nicht hinterher. Hast du verstanden? Du fährst doch auch Richtung Stadt, oder? Ja, ja. Du kommst jetzt Lass ins Haus. Lass mich los! Du kommst jetzt ins Haus. Du kommst jetzt ins Haus! Lass mich los! Du! Hallo? Hallo? Wenn er gesagt hat, er ist Gutachter für eine Versicherung, dann ist es da nicht komisch, dass auf seiner Visitenkarte Privatdetektiv steht. Sie sind ja auch kein Immobilienmakler, oder? Was wollen Sie wirklich? Ich bringe Ihnen Ihren Anteil. Den besten Grüßen von Harry Jonas. Keine Sorge, ich weiß von der Erpressung und natürlich auch, dass Sie das Kennzeichen des Unfallverursachers erkannt haben. Tja, was tut so ein Bürgermeister nicht alles, damit sein Töchterchen der wohlverdienten Strafe entgeht? Problem ist nur, Harry Jonas ist tot. Und Sie waren vor kurzem bei ihm und es gab einen ziemlich heftigen Streit. Soll ich noch mal? Diesmal übernehme ich. So sieht also die Hölle aus. Pech gehabt. Der Bauer war nie in Jonas' Wohnung. Er ist dort auch nicht eingebrochen, so wie du. Er hat ein einwandfreies Alibi. Warum hat er dann das Geld genommen? Um Zeit zu gewinnen, der hatte Angst, dass du ihn in irgendwas reinziehst. Deshalb hat er uns auch sofort angerufen und das Geld komplett ausgehändigt. Wie vorbildlich. Aber wenn er mit der Sache nichts zu tun hat, wer denn dann? Tja, wer wohl? Frag das doch am besten den Bürgermeister. Ist doch ganz einfach. Der Fahrer, der Laura Premios Unfall verursacht hat, fuhr einen silbernen Kleinwagen. Und Harry Jonas,
hat Rebecca fotografiert, vor ihrem silbernen Kleinwagen. Ja, ja, das haben sie uns ja schon ein paar Mal erzählt. Aber eigentlich... Marie Jonas hat die 15.000, die ich gefunden habe, doch sicher nicht gespart. Sondern sie hat auch vom Fahrer des Unfallwagens erpresst. Und da Rebecca kaum 15.000 aus ihrer eigenen Tasche bezahlen konnte, hat er sich die von ihrem Vater geholt. Es freut mich, dass du endlich einsiehst, dass dein guter Freund Harry Jonas alles andere als unschuldig war. Aber der Bürgermeister hätte überhaupt keinen Grund gehabt, Schweigegeld zu zahlen. Uwe Beck. Auf dem Weg zum Präsidium habe ich mich schnell mit dem Dezernat für Verkehrsangelegenheiten kurz geschlossen. Und die sagen, Rebecca kann den Unfall nicht verursacht haben. Was soll das heißen? Ihr Wagen war zu dem Zeitpunkt nicht in ihrem Besitz. In der Unfallnacht wurde er nämlich gestohlen. Na, so ein Zufall. Ausgerechnet in der Nacht des Unfalls wird der Wagen gestohlen und eine Woche später taucht er zufällig wieder auf. Kann doch vorkommen. Außerdem ist gerade Wahlkampf. Das ist, wenn jemand dem Bürgermeister schaden wollte. Indem er der Tochter den Wagen klaut und dann den Unfall provoziert? Wenn du wüsstest, was in der Politik für Schmutzkampagne laufen. Aber irgendjemand muss Jonas doch beauftragt haben. Wie sonst ist er auf den Unfall gestoßen? Vielleicht durch den Typ, der den Wagen geklaut und den Unfall verursacht hat. Und der hat dann auch Jonas umgebracht. Vielleicht hat Jonas ja herausgefunden, dass das Ganze nur eine Schmutzkampagne war. Interessant, wenn du die ganze Zeit Rebecca in Schutz nimmst. Wieso ist das interessant? Ha, für jemanden, der Margot versetzt, um Rebecca nach Hause zu fahren? Das war doch nur ein Missverständnis. Quatsch, Rebecca wollte Margot eins auswischen, dafür hat sie dich benutzt. Wieso hakst du eigentlich die ganze Zeit auf Rebecca rum? Bist du eifersüchtig? Ich möchte mit Rebecca garantiert nicht tauschen. Ich auch nicht, bei dem Stress, den sie mit ihrem Vater hat, wegen ihres Freundes. Vielleicht hat sie den Stress ja gar nicht wegen ihres Freundes, sondern wegen des Unfalls. Die einfachsten Lösungen sind immer die besten. Sagt wer? Ein alter Freund. Jemand, den ich mal kannte. Irgendwas nicht? Ich schau dich nur an. Du schaust nicht. Du beobachtest mich. Kennst du den? Ja, von früher. Entschuldige mich mal kurz. Bitte ihn doch her. Ach, der nervt nur rum. Entschuldige, dass ich euch nicht vorgestellt habe, aber er hat uns bestimmt den Abend versaut. Was ist los? Rebecca, was ist denn? Du entkommst deiner Strafe nicht. Strafe wofür? Ist das ein dunkles Geheimnis? Ach, Quatsch. Das ist bestimmt irgendein Spinner, der sich daran aufgeht, mir Angst zu machen. Zeig doch mal her. Keine Absenderkennung. Willst du nicht zur Polizei gehen? Und dann? Wenn die Penzler erfährt, dass mich jemand belästigt, dann schließt sie mich doch garantiert von Wettbewerb aus. Hast du keine Angst? Verrückten Fan hat doch schließlich jeder Star, oder? Wilsberg. Hallo? Hallo? Wissen Sie wirklich, wer meinen Unfall verursacht hat? Ich habe einen Verdacht, aber ich brauche noch einen handfesten Beweis. Ich habe mich erkundigt. Niemand in meinem Bekanntenkreis hat diesen Detektiv beauftragt. Wollen Sie wirklich die Wahrheit herausfinden? Unbedingt. Ich würde Sie ja bezahlen, aber... Nach dem Unfall habe ich meinen Job aufgeben müssen und im Augenblick... Sie brauchen mich nicht zu bezahlen. Ich habe an der Sache eher ein persönliches Interesse.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Schöne kleine Karre. Entschuldigung. Mein Name ist Wilsberg. Privatdetektiv? Ja. Ich ermittle für die Versicherung wegen der Autodiebstähle hier in der Gegend. Laut unseren Unterlagen sind Sie auch davon betroffen. Ja, der Wagen meiner Tochter. Haben Sie schon eine Spur? Ja, haben wir. Aber ich bräuchte noch ein paar Details. Ja, schön, dass die Polizei den Wagen so schnell gefunden hat. In welcher Werkstatt waren Sie denn danach? Wie meinen Sie das? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dieb den Wagen in diesem tadellosen Zustand zurückgelassen hat. Nein, natürlich nicht. Das Seitenfenster war eingeschlagen und es gab noch ein paar kleinere Schäden. Welche denn genau? Das weiß ich nicht. Mein Mann kümmert sich um sowas. Aber warum ist das relevant? Wahrscheinlich haben Sie den Wagen in die Vertragswerkstatt gebracht. Was steht denn auf dem Nummernschild? Autohaus Rasch. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Schön, dass du vorher anklopfst. Was wollte Wilsberg von dir? Du kennst den Mann? Er war bei der Miss Wahl für die Sicherheit zuständig, bis er das vermasselt hat und gefeuert wurde. Angeblich untersucht er jetzt die Autodiebstähle in der Gegend. Der kriegt garantiert nichts raus. Rebecca, ich mach mir Sorgen. Früher konnten wir uns doch immer alles erzählen. Früher war vieles anders. Aber jetzt schließt du Papa und mich nur aus. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mit Rainer geschlafen hast. Ich bin immer noch deine Mutter. Du kannst mir immer noch alles sagen. Ich habe gesehen, wie du Moritz angemacht hast. Aber den kriegst du nicht rum. Der steht nämlich nicht auf frustrierte, abgetakerte Ehefrauen, die für ihren Ehemann nicht mehr interessant genug sind. Rebecca. Vielleicht sollte ich Papa wohl doch erzählen, was du mir angetan hast. Oder noch besser, irgendeiner Zeitung. Du kannst schlechte Presse vorerst genauso wenig gebrauchen, oder? Sagen Sie mal ehrlich, finden Sie die schön? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Danke. Ich habe mich da ja auch beworben. Aber man sieht's ja, wenn du älter bist als 25, hast du keine Chance mehr. Vor 10 Jahren hätte die auch keiner genommen. Was weißt du, wer mich damals alles... Sie wollten die... Rechnung von Herrn Horstmar. Ich weiß gar nicht, wie die dem Steuerberater abhanden kommen konnte. Voila. Danke. Ist das wirklich die richtige? Hier steht nur, dass die Seitenscheibe und die Reifen erneuert wurden. Ja, mehr haben sie dann daran auch nicht gemacht. Danke. Wenn der Wagen kurz geschlossen wurde, muss dann nicht auch die Verkabelung erneuert werden? Normalerweise schon, aber vielleicht hat niemand den Wagen kurz geschlossen. Ihr Kollege weiß gar nicht, was an ihnen hat. Das mag auch an Ihrem Problem mit Rebecca liegen. Ich will auf keinen Fall zwischen die Fronten geraten. Wart. Rebecca ist in letzter Zeit so nervös, dass... Rebecca hat tatsächlich ein ernsteres Problem. Und das hat mit Ihnen zu tun. Sie weiß, dass sie mit Ihnen niemals wird mithalten können. Sie weiß, dass Ihre Mutter schöner ist als Sie und diese besondere Ausstrahlung besitzt, die man einfach nicht vortäuschen kann. Ist doch lächerlich. Ich sollte ihr sagen, was zwischen uns beiden ist. Zwischen uns ist gar nichts. Wird Ihre Tochter Ihnen das glauben? Meinetwegen muss sie nie etwas erfahren. Verschwinden Sie. Ich verlange noch gar nicht viel.
schon wieder. Ich wollte nur noch mal nachfragen, wie der Wagen Ihrer Tochter denn gestohlen werden konnte, wenn er gar nicht kurzgeschlossen war. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Der Dieb hatte nicht zufällig einen Autoschlüssel, oder? Herr Wilsberg. Sie sehen so blass aus. Ist Ihnen nicht gut? Mein Mann ruft Sie an, sobald er Zeit hat. Einverstanden? Einverstanden. Laut Polizeiprotokoll waren Sie und Ihre Bäcker in der Nacht zu Hause. Ja. Wo waren da Ihr Mann? Bei einer Besprechung. Entschuldige, aber ich habe mich nicht ohne Grund verspielt. Na, da bin ich aber gespannt. Ich bin auch mit diesem Designer befreundet. Ich habe dir erzählt, dass er auf der Suche nach neuen Gesichtern für seine nächste Kampagne ist. Ich habe ihm deine Fotos gezeigt. Und? Er fand sie furchtbar. Er war ziemlich... Naja, ich denke mal, es ist besser, wenn die Leute ehrlich sind. Lügen helfen sowieso keinem weiter, dir schon gar nicht. Was hat er denn genau gesagt? Er sagt, du wärst einfach nichts Besonderes. Du hättest nicht das, was man braucht. Aber er hat ein paar konkrete Vorschläge. Vorschläge? Ja. Veränderungen, die du unbedingt machen solltest, wenn du ein erfolgreiches Model werden willst. Nicht viel. Deine Nase könnte ein bisschen schmaler sein. Dein Kinn ein bisschen spitzer. Dein Busen ist halt noch ein bisschen klein. Deine Oberschenkel. Naja, Sport allein hilft da auf Dauer eigentlich. Rebecca, der Mann ist seit Jahren in der Branche. Da lassen sich alle operieren. Weißt du, manchmal muss man sich einfach überwinden, wenn man ans Ziel kommen will. Ich habe keine Probleme damit. Dachte ich mir. Ich muss leider noch mal los. Du bist mir nicht böse, oder? Ich ruf dich an, versprochen. Zwischen dir und Rebecca. Bitte? Erst macht sie dich mit mir eifersüchtig und jetzt revanchierst du dich mit ihrem Freund? Sowas habe ich nicht nötig. Weiß Rebecca überhaupt, dass du dich mit ihrem Freund triffst? So nicht, dass ich dir was erklären müsste, aber das mit Moritz und mir ist rein geschäftlich. Ah, so. Sag bloß, er will dich jetzt auch groß rausbringen. Bist du jetzt gekommen, um dich bei mir zu entschuldigen? Oder wolltest du eigentlich Rebecca auflauern? Nein. Eigentlich wollte ich mich... Verarschen kann ich mich alleine. Ich dachte... Was? Bei meinem Gewicht ist sowieso alles egal? Heute war ein Privatdetektiv hier wegen Rebeccas Wagen. Und? Er wollte wissen, wo du an dem Abend gewesen bist, als der Wagen verschwunden ist. Im Rathaus. Habe ich dir das nicht gesagt? Du hast gesagt, bei einer Besprechung. Ich wusste nur nicht genau, wo. Peter, ich möchte... Ich war an diesem Abend bei einer Besprechung. Verpass nicht dein Telefonat. Herr Klatt? Schön, dass Sie anrufen. Ja, ich komme um 16 Uhr wieder zum Abend raus. Ist was? Okay, Mädels, wir machen heute ein paar Tests mit der Bühnenbeleuchtung. Das heißt, komplette Kriegsbemalung drauf. Frau Penzler will ich in 5 Minuten auf der Bühne sehen. Wo geht's hin? Aufs Klo. Was dagegen? Schnell noch einen Finger in den Hals stecken.
Also nicht vergessen, 5 Minuten, ja? Oh, da haben wir uns aber was Teures geleistet. Ob sie wohl was dagegen hat, wenn ich mich ein wenig bediene? Ihr Freund scheint ihr nicht zu reichen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Bei deinem Verbrauch ist es ja auch kein Wunder, dass dein Zimmer leer ist, ne? So, Mädels, die 5 Minuten sind um. Ja. Was ist? Irgendwie... Es brennt wie... Du Schande! Was zum Teufel ist das für ein Zeug? Ich weiß nicht, wie die Chemikalie da reinkommen konnte. Die Packung war neu. Fragen Sie doch das Geschäft. Das haben wir bereits getan. Die anderen Packungen waren alle in Ordnung. Und dem Hersteller liegen keine Erpressungsforderungen vor. Du hast die Puderdose doch schon seit gestern in deiner Tasche herumgetragen. Hm? Richtig? Da kann doch jeder was reingetan haben. Gab es in letzter Zeit Drohungen gegen dich? Anonyme Briefe, Telefonanrufe? Das hätte sie uns doch gesagt. Schätzchen. Ja, es gab ein paar Anrufe. Und in meinen Sachen habe ich auch ein Foto von mir gefunden. Wo ist das? Ich habe es weggeworfen. Warum hast du uns denn nichts gesagt? Ich dachte, es macht sich im Wahlkampf nicht so gut. Sag mal, Rebecca, du hast doch sicherlich einen Verdacht. Zuerst dachte ich, es wäre Margot, um mich nervös zu machen, damit ich aus der Misswahl aussteige. Ja, der Verdacht fällt dir jetzt weg. Den gründlichen Peeling kann sie die nächsten Wochen nämlich nur in der Geisterbahn auftreten. Ich glaube, es gibt da tatsächlich jemanden. Was war denn so dringend? Welche Versicherung hat sich denn beauftragt, Autodiebstähle in der Wohngegend des Bürgermeisters zu untersuchen? Ach, hab ich jemanden nervös gemacht? Das ist der. Darf ich Ihnen noch einen Kaffee anbieten? Was wollen Sie von meiner Tochter? Ist nicht der richtige Ort und auch nicht die richtige Zeit, Herr Bürgermeister. Ich will nur, dass Sie die Wahrheit sagen. Sie sind da schon um meine Tochter herumgeschlichen, als der Anschlag mit der drogenversetzten Wasserflasche passiert. Und da taucht er plötzlich bei uns zu Hause auf, belästigt meine Frau. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Weil er Rebecca beim ersten Mal hier erwischt hat, versetzt er dieses Mal ihre Puderdose mit der Säure. Quatsch. Geben Sie es doch zu. Sie stehen auf der Lohnliste meines politischen Gegners. Sie wollen meine Wiederwahl torpedieren. Schaffen Sie schon selbst. Bitte, das reicht jetzt. Ich verspreche Ihnen, es wird alles aufgeklärt. Bitte gehen Sie in mein Büro. Dann klär doch auf, wie man Rebeccas Wagen stehlen konnte, ohne ihn kurzschließen zu müssen. Oder hat der Dieb einen eigenen Schlüssel? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie diesen Herrn davon abhalten, mit Gerüchten und Drohungen meinen Ruf zu schädigen. Das erwarte ich von dir auch. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Er hat den Unfall verursacht und dann Jonas umgebracht, weil der natürlich mehr als 15.000 Euro von ihm erpressen wollte. Du musst nur nachweisen, dass das Geld von seinem Konto stammt. Ohne konkreten Anhaltspunkt. Aber Rebeccas Wagen... Wer an ihre Puderdose rankommen kann, kann auch einen Schlüssel nachmachen. Aber wenn er den Autoschlüssel hat, warum steckt er das Seitenfenster ein? Wo ist denn die Toilette? Da, im Haus. Erste Tür rechts. Dann nimmt mir das mal ab. Ich nehme mich. Danke Ihnen. Hm. Die läuft hervorragend. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, ich werde mit Herrn Klatt drüber sprechen. Gut, ich rufe Sie in einer halben Stunde zurück. Danke. Ich gehe hoch und hol die Tischdecken. Hast du die beiden Tabletts auch noch mit? Ja, mach ich. Was kommt jetzt? Ein letzter persönlicher Mordanschlag? Wenn Sie sich heute erkälten, sind Sie morgen nicht fit. Ich bin Ihr größter Albtraum, nicht wahr?
Das privilegierte, verzogene Einzelkind. Reicher, einflussreicher Eltern. Jemand, der glaubt, dass er machen kann, was er will. Und für nichts Verantwortung übernimmt. So jemanden muss man einfach hassen, nicht wahr? Ich hasse sie nicht. Ich habe da eher sowas wie Mitleid. Und warum wollen Sie mir dann was antun? Ich habe mit den Anschlägen nichts zu tun. Ich will nur die Wahrheit über den Unfall rausfinden. Was für ein Unfall? Mit Ihrem Wagen wurde eine Frau von der Straße abgedrängt. Und statt zu helfen, hat jemand Fahrerflucht begangen. Waren Sie wirklich an dem Abend zu Hause, als Ihr Wagen gestohlen wurde? Ich war krank, hatte Fieber. Wenn Sie mir nicht glauben, meine Mutter musste einen Arzt rufen. Dann muss jemand anders den Wagen gefahren haben, der Zugang zum Schlüssel hat. Ihr Vater vielleicht. Mein Vater hat doch selbst einen Wagen. Was soll er denn mit meinem? Vielleicht wollte er irgendwo hin, wo er nicht so schnell erkannt werden wollte. Was? Ein Treffen mit seiner Geliebten? Mit der Ehe ihrer Eltern steht's ja nicht so gut. Ach nein. Fragen Sie mal Ihren Freund. Was soll das heißen? Was hat Moritz mit der Ehe meiner Eltern zu tun? Gestern ihre Mutter besucht. Rebecca? Rebecca? Bist du immer noch nicht fertig? In einer halben Stunde kommen die ersten Gäste. Lass mich allein. Ich fühle mich nicht gut. Es ist nicht mal leicht für dich, die Tochter des Bürgermeisters zu sein. Und ich weiß auch, dass dein aggressives Verhalten zum größten Teil meine Schuld ist. Aber alles, was ich tue, tue ich für dich und für deine Mutter. Machst du dir Sorgen wegen Herrn Wilsberg? Das brauchst du nicht. Er kann dir nichts mehr anhaben. Oder ist es wegen Moritz? Dieser Kerl ist keine Zukunft für dich. Du allein musst deine Weichen dafür stellen. Verschon mich bloß mit deinem Politikergeschwafel. Willst mich nur kontrollieren. Und was machst du mit deinem Moritz? Der ist nicht mehr mein Moritz. Du benutzt ihn doch nur, um mich wütend zu machen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann machst du mit dem Schluss und suchst dir den nächsten. Genauso, wie du es mit Rainer gemacht hast und all den anderen davor. Was war das eigentlich für ein Unfall, der mit meinem Wagen verursacht wurde? Wovon redest du? Ja, ich habe da sowas gehört. Ich weiß nichts von einem Unfall. Das sind bestimmt nur dumme Gerüchte. Sehen Sie? Ich habe nichts zu verbergen. Aber mein Vater schon, oder? Na endlich. Wo warst du denn? Ich? Ich war bei Rebecca. Was? Sie hat mir die Kontoauszüge ihres Vaters gezeigt. Leider Fehlanzeige. Heißt aber nicht, dass er die 15.000 nicht trotzdem bezahlt haben kann. Was machst du eigentlich hier? Ich habe auch was recherchiert. Bin ich ja gespannt. Moritz Althoff, Rebeccas Freund, zahlt keine Steuern. Mach ich doch auch nicht. Ja, aber du kriegst Ärger dafür. Ach, und er nicht? Ja, wie denn, wenn es keine Unterlagen über ihn gibt? Ich habe seinen Namen durch den Computer laufen lassen. Er ist in ganz Deutschland nicht registriert. Würde mich nicht wundern, wenn er einen falschen Namen benutzt. Wahrscheinlich für jedes Mädchen einen anderen, der eine große Karriere verspricht. Ja, und was ist mit Rebeccas Mutter? Wenn Moritz die tatsächlich damit erpresst, was Rebecca ihm über den Unfall erzählt hat? Rebecca wusste gar nichts über den Unfall. Wahrscheinlich ist dieser Moritz so ein Typ, der macht sich einen Sport raus, zuerst die Töchter und dann die Mütter zu verführen. Und jetzt auch noch Margot. Hast du schon im Krankenhaus besucht? Bist du verrückt? Die ist von Hause aus schlecht gelaunt. Und jetzt, wo das mit ihrem Gesicht passiert ist... Aber sie können uns was über Moritz erzählen, was wir noch nicht wissen. Ja, dann frag sie doch selber. Ecki. Auf keinen Fall. Hey! Ach, sieht doch gar nicht so schlimm aus. Deine Blumen? Was denn? Willst du länger bleiben? Wieso? Kommt Moritz noch? Wohl kaum. Ist schon wieder Schluss? Keine Ahnung. Bin wohl nicht mehr schön genug.
Vielleicht hat er dich auch nur benutzt, um Rebecca eins auszuwischen. Na, vielen Dank. Das war jetzt nicht böse gemeint. Ja, ich verstehe schon. Weißt du, die arme Rebecca? Die arme Rebecca. Ist ein intrigantes Miststück. Ist alles so manipuliert, wie sie passt. Hat jetzt nicht nur geschafft, Ines auszuschalten, sondern auch mich. Damit sie heute Abend schön den ersten Kreis abräumt. Was? Die Misswahl findet trotzdem statt, nach all dem, was passiert ist? Wie ich gehört habe, hat ihr Papa dafür gesorgt. Damit sein Töchterchen auch ja schön glänzen kann. Und sein Frauchen sitzt händchenhaltend neben ihm. Die Schlampe. Die ist wirklich eine Schlampe. Inwiefern? Na, wie würdest du jemanden nennen, der mit dem Freund der eigenen Tochter schläft? Mit Moritz? Mit dem vielleicht auch. Jedenfalls hat sie es mit Rainer gemacht. Dem Typen, mit dem Rebecca davor zusammen war. Wie lange ist das her? Nicht so lange. Halbes Jahr vielleicht. Ich dachte, Sie wollten ihr helfen, selbstständiger zu werden. Ich will wie Sie Rebecca vor Enttäuschung bewahren. Und für Ihren Mann ist es doch kein Problem, die Jury zu beeinflussen. Ich bin dann weg. Und um 18 Uhr geht's los, falls es jemanden interessiert. Das ist nicht dein Ernst, oder? Schätzchen. Rebecca. Rebecca. Rebecca, jetzt komm mal her. Was ist los? Ich habe sie nur gefragt, ob es noch Sinn macht, mich bei dir zu entschuldigen. Ich liebe dich. Es ist mir völlig egal, was dieser Designer über dich sagt. Du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Komm, ich fahre dich zur Generalprobe. Hm? Okay, komm. Lass uns gehen. Sagt er die Wahrheit? Ja. Der Unfall von Laura Preminger passierte vor einem halben Jahr. Und die Affäre mit Rebeccas Freund Rainer auch. Allerdings hat Rebecca doch gesagt, dass ihre Mutter an jedem Abend die ganze Zeit bei ihr war. Aber Rebecca hatte hohes Fieber. Und für ihre Mutter wäre es schon leichtes gewesen, ins Zimmer zu gehen, sich den Autoschlüssel zu greifen und zu diesem Rainer zu fahren. Ja, und wenn durch den Unfall rausgekommen wäre, dass die Bürgermeistergattin eine Affäre mit dem Freund der eigenen Tochter hat. Und deswegen auch dieser trainierte Autodiebstahl. Ja, und als Jonas ja auf die Schliche kam, hat er immer mehr Geld erpresst und sie hat ihn umgebracht. Aber es gibt noch jemand anders, der Jonas hätte umbringen können. Und der hätte auch ein Motiv für die Anschläge auf Rebecca. Im Gegensatz zu ihrer Mutter. Hey, keine Angst. Ich merke mir auf den Kilometerstand. Wer ist da? Ich bin's, Wilsberg. Ich weiß jetzt, wer den Unfall verursacht hat. Gefällt Ihnen mein Rollstuhl nicht? Sie sind der einzige Mensch, der ein Interesse daran haben konnte, den Fahrer des Unfallwagens zu finden. Und damit haben Sie Harry Jonas beauftragt. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich diesen Privatdetektiv nicht kenne. Harry Jonas war nur so dumm, auf eigene Faust Geld aus der Sache ziehen zu wollen. Und das konnten Sie am allerwenigsten gebrauchen. Sie hatten Ihre Rache doch schon längst geplant. Und diesen Plan wollten Sie durch Harry Jonas Alleingang nicht riskieren. Haben Sie ihn umgebracht? Und wie hätte ich das tun sollen? Glauben Sie etwa, ich brauche den Rollstuhl in Wirklichkeit gar nicht? Eigentlich würde ich es Ihnen wünschen. Verschwinden Sie. Scheren Sie sich zum Teufel! Sie Moritz Althoff? Moritz? Das ist Sven. Haben Sie den zuletzt gesehen?
Schon lange her. Wieso? Ihr Freund? Wir wollten heiraten. Aber nach dem Unfall... Ich konnte sein Mitleid nicht mehr tragen und seine Lügen auch nicht. Welche Lügen? Dass ich immer noch schön wäre und seine große Liebe. Eine Zeit lang hätte er vielleicht als treusorgender Ehemann ein Auge zugedrückt. Aber auf Dauer... Ich habe ihm Schluss gemacht. So konnte er endlich den Unfall vergessen und einen neuen Anfang machen. Rebecca, deine Eltern sind gerade angekommen. Sie sitzen in der ersten Reihe. Ja, wo sonst? Aber wenn Sven, also Moritz, also Sven, hinter den Anschlägen auf Rebecca steckt, wieso hat er sie denn nicht einfach umgebracht? Wahrscheinlich wäre das aus seiner Sicht eine zu milde Strafe. Er will Rebecca genauso leiden sehen wie Laura. Und heute Abend hat er noch eine Gelegenheit. Vielleicht sogar die beste. Mach dir keine Sorgen. Behalte ihn im Auge. Sorry, das geht echt nicht. Der Vorhang geht gleich hoch. Nur ganz kurz, ja? Was hast du denn hier gemacht? Ja. Alles in Ordnung? Ziemlich nervös. Ich habe dich vorhin angelogen. Ich war aus einem ganz bestimmten Grund bei deiner Mutter. Ich weiß, es wäre sicher nicht nötig gewesen, aber du brauchst jetzt nicht mehr nervös zu sein. Du wirst gewinnen. Wie meinst du das? Was hat meine Mutter damit zu tun? Ich habe sie darum gebeten, zusammen mit deinem Vater ein bisschen Einfluss auf die Jury zu nehmen. Betrachte es als eine Art Versöhnungsgeschenk von mir und vor allem von deiner Mutter. Das will ich nicht. Ich will nur so gewinnen. Sie hat es dir zuliebe getan. Okay, super. Wer? Komm. Weil es ihr leid tut. Was? Komm, Sissi, du auch. Hast du was mit ihr? Lass uns später drüber sprechen, ja? So, es geht jetzt los. Du musst jetzt auf deine Position. Zack, komm. Freuen wir uns, Ihnen heute Abend unsere 6 Finalistinnen präsentieren zu dürfen. Schönheit, Intelligenz und Grazie werden ganz sicher auch Sie bezaubern. Aber nur eine von Ihnen wird später genau hier stehen und zur diesjährigen Miss Münsterland gekürt werden. Aber auch wenn die Jury nur eine Gewinnerin küren darf, wird es trotzdem heute Abend keine Verlierer geben. Denn all diese jungen Damen haben garantiert eine ausgesprochen erfolgreiche und glückliche Zukunft vor sich. Jetzt lass mal die Luft raus. Rebecca Horstmann ist in großer Gefahr. Du bist auch, wenn du nicht schnell verschwindest. Rebecca, was ist los? Nichts. Gar nichts. Hallo Sven. Es ist vorbei. Ihre Ex-Freundin hat Wilsberg alles erzählt. Bis zu einem gewissen Grad kann ich ja verstehen, dass Sie Rebeccas Leben zugrunde richten wollen. Ach ja, können Sie das? Aber Sie haben einen riesen Fehler gemacht. Kommen wir nun zur nächsten Disziplin. Und ich garantiere Ihnen, dass die Temperatur im Saal gleich massiv ansteigen wird. Bitte schön. Thank you.
Rebecca, was ist? Willst du aufgeben? Nein. Ich schaff das. Willst du mal zuschlagen? Später vielleicht. Meine Damen und Herren, die Spannung steigt. Wir kommen nun zum Höhepunkt des heutigen. Noch 2 Minuten, ja? Der sagt, er kennt sie. Was soll das? Das ist echt ein schlechter Zeitpunkt. Hat Ecki dir nichts gesagt? Okay, los. Was, Ecki, den habe ich den ganzen Abend noch nicht gesehen. Alex! Hier sehen Sie nun unsere jungen Damen in großer Erwartung, wer von Ihnen die diesjährige Miss Münsterland wird. Darf ich dann jetzt um Ihre Entscheidung bitten? Dankeschön. Meine Damen und Herren, die diesjährige Miss Münsterland heißt... Meine Damen und Herren, die diesjährige Miss Münsterland heißt Rebecca Horstmar. Hast du sicher große Pläne für die Zukunft. Erzähl uns doch bitte davon. Nun, erstmal möchte ich mich natürlich ganz besonders bei meinen Eltern bedanken. Das ist sicher nicht die Fernbedienung für die Klimaanlage. Kommen Sie, Sven. Polizei interessiert mich nicht. Na komm, erzähl der Feingesellschaft, was du getan hast. Papa! Lassen Sie meine Tochter frei, ich bitte Sie. Warum sollte ich? Ich hatte mal eine Zukunft. Die Frau, die ich geliebt habe, hatte eine Zukunft. Aber Ihre Tochter hat uns diese Zukunft weggenommen, indem sie Laura von der Straße abgedrängt hat. Und dann ist sie abgehauen. Nein, ist sie nicht. Harry Jonas. Harry Jonas, der wollte Geld aus meinem Unglück ziehen. Und das hat er gebüßt. Aber Harry Jonas hat nicht die ganze Wahrheit rausgefunden. Er wusste nicht, wer in jener Nacht in dem Unfallwagen saß. Es war nämlich nicht Rebecca. Ach, Blödsinn. Dieses Dreckstück hier hat meine Laura im Straßengraben liegen lassen. Sagen Sie es ihm. Was soll das? Die Wahrheit, Frau Horstmar. Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Sagen Sie ihm, dass Sie in jener Nacht den Wagen Ihrer Tochter gefahren sind. Und sagen Sie auch gefälligst zu wem. Schätzchen.
Und weg. Es tut mir so leid. Es ist vorbei. It's only pain. You don't matter anymore.